Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar mit Touch Racing. Und wir sind hier mittendrin gerade in der Einführung und ich will einfach mal direkt zeigen, worum es hier denn so geht. Denn ich dachte mir, bevor ich das Spiel hier alleine durchzocke, dann müsst ihr nochmal dabei sein und ich wollte euch das nicht vorenthalten, was das für ein mörderisch cooles Spiel ist. Im Moment seht ihr meinen Finger nur, der hier im Weg ist. Das ist eigentlich gar keine Absicht, denn ich kann auch den Finger wechseln und trotzdem ist der andere im Weg. Ja, worum geht's hier denn eigentlich? Wie ihr hier seht, sind wir hier mindestens in einem 100 Dutzende Trissel, so weiter und so fort. Und wir sind hier dabei, irgendwie ein Rennen zu fahren. Und zwar mit ferngesteuerten Booten an der Stelle erstmal. Und das Ganze ist ziemlich cool gemacht. Wir springen jetzt erstmal hier eine Runde drüber. So, feuerfrei und ringsrum geht's. So, dann geht's hier direkt schon wieder weiter. Und nach da drüben. Und wir sind in der ersten Reihe. Das heißt, wir haben den ersten Platz ergattert. Und da steht es, also nicht schwarz auf weiß, sondern weiß auf blau. Und wir haben ein Bossrennen gewonnen. Ja, Freunde, was soll das Ganze bedeuten, werdet ihr euch fragen, ja. Ferngesteuerte Autos sind ja allzeit beliebt, RC-Cars sozusagen genannt. Und hier ist es natürlich, wird es immer noch besser. Wir müssen hier von der letzten Stelle immer uns beweisen. Und das funktioniert mit dem Touch Racing, wie sich das Spiel hier nennt, extrem gut. Allerdings ist die Steuerung eher gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir jetzt schon die leichteste Variante eingestellt, und zwar die, indem man hier einfach versucht, mit dem Finger dem Auto vorzuschreiben, wo es lang zu fahren hat. Und dann versucht man, die kleinen Autos, naja, wenn es denn klappt, schnellstmöglich über die Piste driften zu lassen. So, jetzt holen wir uns hier mal ein bisschen den Speed-Bonus raus. Ach, wieder nicht geschafft. Und wir holen uns trotzdem die erste Position, wie ich gerade sehe. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben nämlich jetzt hier schon 3 Rennen oder so, bin ich schon gefahren und haben die ersten Upgrades schon ins Auto geschraubt. So. Coole Schatteneffekte sind auch dabei, allerdings ist das Problem, wenn man das Ganze hier natürlich präsentieren will, habe ich das Problem, dass mein Finger öfters mal doch im Weg ist. So, Speedbonus, jetzt endlich mal, wurde ja auch mal Zeit. Hier nochmal, vorbeigefahren, ärgerlich, aber wir haben den ersten Platz, der ist uns sicher, den kann uns keiner mehr nehmen, denn das Ziel ist zum Greifen nah und da haben wir das Rennen direkt schon gewonnen. Oben links haben wir eine Anzeige, das ist der Sprit. Das heißt, das sind Nitro-Autos, die nicht nur mit Energie, sondern auch mit Sprit fahren. Und irgendwann ist auch der beste Renner mal leer. Das heißt, wir müssen dann mal wieder tanken und verstärkte Karosserien kaufen, wie man das gerade hier sieht. So, gehen wir mal zurück. Oh, und immer werde ich hier vorangetrieben, weiter und weiter Rennen zu fahren, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte. Ich will eigentlich lieber mal zeigen, was man hier für Steuerungsmethoden hat. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen hier den Boss wieder besiegen. Ich bin das gelbe Auto, der Boss hier ist in dem lila Auto unterwegs. Man kann Offroad-Kurse fahren mit dem Buggy, man kann richtig krasse Kurse auf Asphalt fahren und man kann Bootskurse fahren, auf dem Wasser natürlich. Eine ziemlich geile Sache, also die Grafik gefällt mir schon mal sehr gut. Ist ja auch mal was anderes. Es gab damals ein Rennspiel für den PC, das nannte sich Funkflitzer. Oh, das ist schon ewig lange her, das muss also Anfang der 2000er gewesen sein. Gab es mal gratis das Spiel, oder was heißt gratis, auf der Computerbild war das mal drauf und ich habe das wochenlang nur gespielt. Ferngesteuerte Autos über die Tastatur steuern war damals schon mein Traum und wie soll das auch sein, Jahre später kann man das jetzt mobil auf seinem Tablet natürlich auch nochmal genießen. Wie ihr hier gerade seht, macht das Driften und Rutschen relativ viel Spaß, dadurch, dass man wirklich nur einen Fingertipp von entfernt ist. Ich muss hier nicht bremsen, ich muss hier keinen Gas geben, ich muss einfach nur steuern. Und selbst das macht riesen Fun. Rapp über die Rampe da drüber und weiter geht das Ganze hier. Also die Entwickler haben sich hier wirklich alle Mühe gegeben, das Spiel grafisch an seine Höchstleistung zu treiben. Das muss man wirklich mal sagen. Das läuft natürlich flüssig auf dem Quad-Core mit 1,5 GHz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier in dem Fall auf dem Ninetec Platinum. Und da sind wir voll dabei und haben uns natürlich auch hier den Bosskampf angeeignet und den ersten Platz geholt. Norma, wie der Laden, hat da natürlich keine Chance gegen. Die Texte sind auf Deutsch. Und er ärgert sich hier natürlich, oder sie, dass er hier wieder mal nicht gewonnen hat. Ich hoffe ja mal, dass ich jetzt nicht wieder genötigt werde, weiterzumachen. Ich habe die Grundlagen erlernt, das ist schon mal sehr gut.
ich möchte jetzt nicht in die Werkstatt, ich will euch jetzt mal die Steuerungseinheiten zeigen, die man hier hat. Man kann sich über Google Plus natürlich auch noch anmelden. Man kann gucken, man kann die Steuerung übers Gamepad machen. Das heißt, das werde ich euch später nochmal zeigen, dass man ein Gamepad richtig anschließen kann. Per Berührung, das hatte ich eben, oder per Lenkrad. Wir lassen das Ganze mal per Lenkrad drin. Jetzt gucke ich mal auf meine Spritanzeige. Ich habe nämlich nur noch einen Balken, das heißt, ein Rennen kann ich noch fahren. Das ist das Problem und ich weiß nicht, wenn ich jetzt in die Werkstatt gehe, kann ich das dann wieder auffüllen? Nee, ich kann hier noch den Motor ein bisschen tunen. Mal sehen, was mich das Ganze hier kostet. Hier haben wir zum Beispiel, den Blockmotor kann man alle noch nicht einsetzen hier. Die hätten natürlich richtig Wumms gehabt, aber das bringt noch nichts. Kann man hier eigentlich noch andere Autos kaufen oder wie funktioniert das wieder? Achso, jetzt bin ich wieder in der Werkstatt gelandet. Man kann verschiedene Reifen, also alles mögliche, was man nur will, kann man draufziehen. Das ist halt wie hier bei seinem Modellbauhändler um die Ecke mal rum. Bloß, dass man hier kein richtiges Geld bezahlt. So, wir sind hier in der Stadtkarte gelandet. Wir haben hier die roten, sind die Bossrennen. Und wir haben hier, einmal Offroad, einmal Straße und einmal Bootsrennen. So, und das Bootsrennen, das wollen wir uns direkt mal, wollen wir uns das Bootsrennen antun? Doch, wir gucken uns das Bootsrennen direkt mal an. Kann ja sein, dass ich danach erstmal nicht mehr fahren kann. Das ist ja bei den Zeitspielen meistens so. Jetzt ist es so, wir müssen jetzt nicht mehr mit der Bewegungssteuerung klarkommen, sondern mit der Steuerung des Lenkrads. So, und ihr seht, das war's schon wieder. Da bin ich gleich weg. Ich fahre vollkommen verkehrt. Ja, Freunde, da kann man natürlich nichts mehr erreichen. Ist natürlich jetzt alles vorbei. Ich glaube, wer so einen Start hinlegt, der braucht sich gar nicht mehr bemühen. Ich weiß gar nicht, warum das so schief gelaufen ist eben. Ich habe es am Anfang einmal probiert, bin da schon nicht klar gekommen. Deswegen habe ich gleich die Steuerung umgestellt auf die Touchsteuerung. Oh, da überholen sie mich ja schon wieder. Und ich fahre hier erstmal schön an der Seite lang. Jawohl, Freunde. So, die Bewegung hier, man kann das schön sehen, werden gut vom kapazitiven Display übernommen. Oh, was ist denn hier los? Verkehrte Richtung. Ich finde den Anschluss nicht. Und trotz alledem ist das, wie gesagt, ist eine Gewöhnungssache. Also ich brauche da erstmal ein paar Übungsstunden, so wie das aussieht, damit ich hier nicht irgendwo gegenfahre. So, und da haben wir die Kurve eng geschnitten und gegen das nächste Boot sind wir gegengerammelt. Oh, das wird doch hier nichts mehr. So, wir drängeln uns wieder nach vorne, auch wenn wir sowieso letzter sind. Achter Platz bleibt achter Platz. Da hat sich die Sache erledigt. So, und für mich bleibt eigentlich als Resultat, da ich den letzten Platz geholt habe, werde ich einfach nur noch mal schnell die Touchsteuerung wieder in Angriff nehmen. Ärgerlicherweise ist das so. So, was will er denn jetzt hier? Nee, ich will nicht. Siehst du, das meine ich. Das Spiel will dir immer vorschreiben, was du zu machen hast. Und das stört mich so ein bisschen, denn ich kann die Steuerung wieder nicht umstellen. Es sei denn, ich warte, bis ich mitten im Spiel bin. Und jetzt einen klitzekleinen Moment mal. Denn ich bin hier gerade etwas durch den Wind. Was ist denn da los jetzt hier, Freunde? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz auf Pause gehen und dann muss ich hier das Steuerrad wieder auf Touch umstellen und gehe dann direkt weiter. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann sind wir hier voll dabei, bis derjenige hier mal endlich aufhört zu klingeln. So, und dann sind wir weiter dabei und rasen uns hier dumm und dusselig. Ziemlich coole Sache. Ja, einmal da lang, einmal da lang. So, perfekt. Kleine Unterbrechung an der Stelle mal.